Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch die Reutzel Clay Pomade. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett for free. Instagram habe ich natürlich auch. Mein Instagram-Profil kannst du natürlich auch sehr gerne abchecken und auf Follow klicken. Dort kommen in nächster Zeit auch weitere Outfit-Posts von mir. So Leute, bevor es jetzt mit dem Video losgeht, gibt es ein absolutes Special. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen auf Instagram, per E-Mail und auch auf YouTube. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, komm Daniel, ich mache mal was für meine Community und zwar was richtig Cooles, was einen richtig großen Mehrwert hat. Und viele von euch haben mich gefragt, hey Daniel, ich habe lockige Haare, was kann ich für ein Produkt benutzen? Und einige haben gesagt, hey, ich habe so ein bisschen trockene Haare, was kann ich für ein Shampoo benutzen? Leute, wir machen jetzt Folgendes. Wenn du da draußen Fragen hast, welches Haarstyling-Produkt gut für dich ist, ja, dann schick mir eine E-Mail an info@daniel-korte.com und ich antworte dir dann mit 3 passenden Haarstyling-Produkten für deinen Haartyp. Ist das geil oder ist das geil? So Leute, jetzt geht's aber los mit der Rezension von der Reutzel Clay Pomade. Das Produkt Reutzel kommt übrigens aus Holland, steht auch überall drauf, Hollands Finest, ja, nur mal so zur Info am Rande. Und sowohl ich als auch ein Kollege von mir, der Altan, haben das Produkt für euch getestet und in dem heutigen Video zeigen wir einfach mal so, wie Altan sich seine Haare damit gestylt hat. Altan hat übrigens ganz andere Haare als ich, er hat sehr feine Haare und sehr dünne Haare und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Reutzel Clay Pomade kommt übrigens in einer schönen Metalldose und wenn man die aufschraubt, dann sieht man schon das Clay, was wirklich 1:1 aussieht wie Tonerde. Als allererstes hat Altan 3 Fingerspitzen von der Clay Pomade genommen und in seine Hände verteilt und dann anschließend in seine Haare einmassiert. Die Haare waren an dieser Stelle noch leicht feucht, der kam gerade aus der Dusche und hat dann alles schön einmassiert. Und er hat dann einen Föhn genommen und die Haare dann in diese Richtung geföhnt, wie sie später auch liegen sollen. Zusätzlich hat er dann später so einen kleinen feineren Kamm genommen, um seinen Scheitel so ein bisschen besser und ein bisschen feiner zu machen. Und hat dann weiter geföhnt, bis seine Haare dann irgendwann trocken waren. Als die Haare dann fast trocken waren, hat Altan dann zusätzlich noch das Volumenpuder von Got2Be genommen, hat es erst in seiner Handflächen so ein bisschen verteilt und dann in seine Haare reingemacht und später dann auch noch direkt in seine Haare das Got2Be Volumenpuder reingeträufelt und hat dann nochmal seine Haare so ein bisschen modelliert, um einfach so ein bisschen mehr Volumen in diese feine Haare reinzubekommen. Und wenn du da draußen gerade auch feine oder sehr dünne Haare hast, kann ich dir auf jeden Fall Volumenpuder empfehlen, das hilft auf jeden Fall. So, anschließend hat der Altan dann noch kurz ein bisschen Haarspray genommen, um seine Frise so ein bisschen zu fixieren und dann war das Prachtstück fertig. Ich persönlich habe die Clay Pomade übrigens immer für meinen Man Bun genommen. Also wenn ich morgens aufgestanden bin und mich geduscht habe, habe ich ein bisschen Clay Pomade in meine Haare einmassiert und habe mir einfach dann den Man Bun gemacht, damit diese Babyhärchen ja nicht mehr rausschauen. By the way, die Links zu den Produkten packe ich natürlich wie immer in die Infobox rein. So Leute, kommen wir jetzt zum Rating des Produktes. So, als allererstes der Geruch und wie immer nochmal kurz eine Nase nehmen und Leute, das riecht original wie ein Pfefferminzbonbon. Also, wenn du Pfefferminz magst, ja, ist das 1A, also Pfefferminzbonbon hoch 10. Ich mag Pfefferminzbonbons, ja, also von daher kriegt es auch von mir 5 von 5 Punkte. Also die Reutzel Clay Pomade riecht für mich sehr, sehr nice. Kommen wir jetzt zur Anwendung des Produktes. Die Reutzel Clay Pomade. Was haben wir hier? Die Reutzel Clay Pomade. Also bei der Anwendung hatte ich eigentlich keine Probleme. Altern auch nicht. Ja, man kann das Produkt gut in den Händen verteilen, auch gut in den Haaren verteilen. Also die Reutzel Clay Pomade kriegt für die Anwendung von mir 4 von 5 Punkten. Der Halt der Reutzel Clay Pomade. Ja Leute, der Halt war jetzt nicht der absolute Wahnsinn. Ich würde für den Halt 3 von 5 Punkten geben, mit der Info, bei einer Clay Pomade habt ihr natürlich auch immer die Möglichkeit, eure Frisur im Laufe des Tages nochmal nachzustylen. Das ist bei der Clay Pomade gar kein Problem, das geht sehr gut. Vom Halt her kann ich aber Hollands Finest Pomade leider nur 3 von 5 Punkten verteilen. Allerdings ging das Produkt sehr gut aus den Haaren heraus. Aus dem Grund kann ich für die Auswaschbarkeit des Produktes 4 von 5 Punkten verteilen, also auch ein sehr gutes Rating an dieser Stelle. Normalerweise ist es ja manchmal so, dass Pomaden etwas schwieriger aus den Haaren rausgehen, aber ich muss sagen, allein mit Wasser kriegt man dieses Produkt gut aus den Haaren heraus. Der Preis bleibt heiß, Leute. So, für dieses Produkt habe ich auf Amazon, ich glaube, 14 Euro irgendwas gezahlt. Link packe ich natürlich wieder in die Infobox rein. Könnt ihr auch gerne mal auschecken. Und ich muss sagen, für dieses Produkt 14 Euro zu zahlen, ist echt
nicht viel, denn ihr bekommt ein sehr hochwertiges Produkt in einer sehr hochwertigen Verpackung. Es sind insgesamt 113 Gramm drin, also ich gebe für den Preis 5 von 5 Punkten. All in all haben wir ein Gesamtrating von 20 von 25 Punkten. Ja, 20 von 25 Punkten. Also Leute, ein sehr gutes Ergebnis für die Rolls & Clay Pomade. Hat mir sehr gefallen, das Produkt. Werde ich auch weiterhin nutzen und ich bin mir sicher, dass der Altan auch seinen Gefallen daran gefunden hat. Also er wird es auch sicherlich weiter nutzen. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Allein für die Aktion mit der E-Mail müsst ihr es eigentlich schon Daumen nach oben geben, weil ich weiß jetzt schon, da wird sehr, sehr viel Arbeit auf mich zukommen. Aber ich mache das gerne, wenn ich euch da weiterhelfen kann. Ansonsten schreibt doch gerne einen Comment unter das Video. Ich beantworte eure Kommentare sehr, sehr gerne. Macht's gut, bis dahin. Peace out.